Viel los war am vergangenen Samstag im Tierpark Bischofswerda. Für die Besucher des Parks hatte sich die Familienbildungsstätte Bischofswerda etwas ganz Besonderes ausgedacht. Neben den Ziegen aus dem Streichelgehege, den Alpakas und dem Braunbär-Balu waren noch einige andere märchenhafte Wesen im Tierpark. Ja, mein Name ist Irene Hempel. Ich bin Umweltpädagogin im Naturschutzzentrum in Neukirch. Ja, und wir betreuen hier auch die Zooprojekte, machen hier auch Kindergeburtstag im Tierpark. Und wir machen heute hier unmittelbar vor dem Ziegengehege Geschichte vom Wolf und den sieben Geißlein. Ich bin die Märchenoma und würde den Kindern eine Geschichte vorlesen. Viele bekannte Gesichter wie die Bremer Stadtmusikanten, der gestiefelte Kater oder Pippi Langstrumpf liefen durch den Park. Gemeinsam war es den Kindern mit ihren Lieblingsfiguren möglich, an vielen verschiedenen Stationen im Park ihrer Fantasie freien Lauf zu lassen. Mit der Intention, Kindern das Lesen und Geschichtenerzählen näher zu bringen, entstanden zahlreiche Programmpunkte. So wurden einige Kinder dazu aufgefordert, mit Handpuppen das Märchen von Schneeweißchen und Rosenrot nachzuspielen. Diese kleinen Theateraufführungen wurden dann auch gespannt verfolgt und mit viel Beifall kommentiert. Ebenfalls konnten an der Station der Stadtbibliothek kleine Pippi-Langstrumpf-Köpfe gebastelt und ein Wissensquiz gemeistert werden. Bei genügend richtigen Fragen durfte man in die Schatzkiste greifen. Auch ein Vorgeschmack der Winteraufführung Aschenputtel des Mosaika-Vereins bekam regen Beifall von vielen Tierparkbesuchern. Also heute findet hier im Tier- und Kulturpark Bischofswerda die Veranstaltung Leseabenteuer Märchenwelt statt. Seit 2017 ist bei uns in der Familienbildungsstätte das Projekt Lesen verbindet ansässig. Und für dieses Jahr haben wir uns gemeinsam mit der Stadtbibliothek, Bischofswerda und dem Tier- und Kulturpark diese Veranstaltung überlegt. Und am Ende hoffen wir natürlich, dass nicht nur die Familien einen schönen Nachmittag hatten, sondern dass wir auch ganz viele Kinder, Eltern und Großeltern nochmal insbesondere für das Lesen und für Geschichten allgemein begeistern konnten. Genau, das ist in diesem Rahmen das erste Mal, dass wir das machen sozusagen, ein Initiativprojekt, wo wir drei uns zusammengefunden haben, um sozusagen auch endlich mal eine neue Kooperation für uns zu stärken hier in der Stadt Bischofswerda. Und wir finden, das passt eigentlich ganz gut, einfach der Tier- und Kulturpark als Fläche, der ist klein genug und gleichzeitig groß genug, um diesem Event Platz zu bieten. Die Familienbildungsstätte bringt einen pädagogischen Anteil mit rein und wir als Stadtbibliothek freuen uns natürlich, wir haben auch Vereine mit angesprochen, die uns hier tatkräftig mit unterstützen und das Programm vielfältig gestalten und da sozusagen ein Erfolgserlebnis draus machen, das wir hoffentlich in den nächsten Jahren fortführen können. Ich freue mich ganz besonders auch im Namen unseres Teams, dass diese Veranstaltung heute bei uns stattfindet. Also so eine märchenhaft schöne Veranstaltung hat es eigentlich im Tierpark noch nie gegeben. Einfach deswegen, weil hier so viele Vereine sich gefunden haben, 8 Vereine, die hier einfach, ich sag's es bald mal spontan, ohne etwas dafür zu verlangen, eine Veranstaltung zusammengestalten. Und das ist einmalig, sage ich mal. Das ist wunderbar, das stärkt uns und hier in Bischofswerda freuen wir uns riesig drüber. Ich finde es so schön, dass die Tiere mit eingebunden werden. Also die Märchen sind so speziell an die Tiere angelehnt, die hier im Tierpark sind. Also es ist rundherum eine ganz tolle Sache und viele Besucher sind gekommen, um sich das anzuschauen. Wir haben auch ein paar Ideen mitgenommen, wie wir es vielleicht weitergestalten können. Also bestimmt auch eine schöne Idee für andere Parks überhaupt, sowas mal zu gestalten, dass Vereine sich mehr zusammenfinden und etwas gemeinsam machen. Da kommt viel mehr raus und man kann sich untereinander austauschen. Also ich finde es ganz wunderbar. Ein großes Dankeschön mal auch an die beiden Initiatoren hier, die Stadtbibliothek und die Familienbildungsstätte von Bischofswerda. Vielen, vielen Dank. War ganz, ganz toll. Egal ob groß oder klein, für alle ging am frühen Abend ein aufregender und spannender Tag zu Ende. Die Organisatorinnen hoffen im nächsten Jahr noch einmal so einen magischen Nachmittag veranstalten zu können.